Das sind wir wieder. Die erste Etappe unserer Weltraumreise liegt bereits hinter uns. Nun sehen Sie hier ein neues Ensemble. Wir aus dem Jugendsinfonieorchester haben alle mal klein angefangen. Und ich weiß noch, als ich selbst mal dort saß und total aufgeregt war, vor so einem großen Publikum zu spielen. Und auch dieses Jahr wollen wir den jüngeren Musikerinnen und Musikern die Chance geben, ihre mit viel Mühe erprobten Stücke zu präsentieren. Das Jugendorchester besteht aus 5 bis 8 Tesslern, die sich jeden Freitag unter der Leitung von Frau Tripp nach der Schule zum Proben treffen. 5. bis 10. Klasse. Sie hörten bereits Theme from New World Symphony und jetzt folgen das Captain Future Theme und Counting Stars. Viel Spaß! Thank you.
Wir danken dem Jugendorchester für ihre musikalische Darbietung. Wie Sie sehen, sehen Sie keine auflaufenden Streicher des Jugendsinfonieorchesters. Mission Thomas ist unser nächstes Stück, welches von der besten Instrumentengruppe, abgesehen von den Bässen und dem Schlagwerk, aufgeführt wird. Nur weil wir ein Blasinstrument spielen, dürfen wir doch nicht parteiisch sein. Okay, okay, Spaß beiseite. In dem amerikanischen Science-Fiction-Film Mission to Mars landen eine Gruppe von Astronauten auf dem, wer hätte es gedacht, Mars. Sie erleben durch einige auch unschöne Überraschungen ein Abenteuer. Morricone komponierte die Musik, die wir Ihnen nun präsentieren werden. Im Anschluss daran treten unsere eben gesuchten Streicher auf die Bühne. Diese spielen bei dem darauffolgenden Stück Asturias ebenfalls mit. Joselle Strauch, unser Trompeter, wird heute sein Können auch auf dem Klavier beweisen. Thank you.
Ist Ihnen aufgefallen, dass dieses Stück ganz und gar vollkommen klang? Es klang fast schon so, als wäre es exklusiv für uns arrangiert worden. Oder? Ich verrate euch mal etwas. Diese Nummer wurde im Stil von Joja Wendt nur für uns von Daniel Strauss, Joseph Strauss, großer Bruder, arrangiert. Er war vor 10 Jahren selbst noch Schüler der Elbertalschule und Bassist hier im Jugendorchester. Deshalb wollen wir uns im Namen des Orchesters bei Daniel Strauss herzlich mit einem Applaus für das geschriebene Orchesterarrangement bedanken. Sie müssen nicht traurig sein, dass Josels Auftritt nun vorbei ist. Denn ihn werden Sie jetzt nochmal hören. Weiter geht's mit einer Filmmusik, die Sie sicherlich kennen. Der amerikanische Filmkomponist James Roy Horner, welcher bereits zweifacher Oscar-Träger war, wurde auch für Apollo 13, welches Sie gleich von uns hören werden, für einen Oscar nominiert. Die letzte Solo-Darbietung des Abends hat dann Lina Seibelt, unsere Konzertmeisterin, für Sie vorbereitet. Cinema Paradiso wurde genau wie Mission to Mars von Morricone komponiert. Den Komponist verbinden Sie bestimmt mit dem Genre Western und vielleicht auch mit dem Lied vom Tod. Und auch die Melodie aus dem Film Mission to Mars kommt Ihnen bestimmt bekannt vor. Wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte ihn auf jeden Fall ansehen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören.
Wir Astronauten müssen nun leider unsere Sternreise fortsetzen und kündigen das letzte Stück für den heutigen Abend an. Also, auf meinem Zettel steht hier, dass Sie jetzt Ohr sagen müssten. Beim nächsten Satz bitte nochmal. Somit ist dies unsere letzte Moderation. Nicht nur als übliche Floskel wollen wir uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie ein so tolles Publikum waren. Wenn Sie sich auch... Ja, reicht auch. Genau. Bei uns bedanken möchten, haben Sie die Möglichkeit, einen kleinen oder großen Teil Ihres Portemonnaies in den spacigen Geigenkoffer an den Ausgängen zu legen. Damit würden Sie den Ort, die Ensembles unterstützen und wir würden uns über eine kleine Spende sehr freuen. Und wir würden uns auch sehr freuen, denn das Jugendsinfonieorchester macht uns sehr viel möglich, wie zum Beispiel unsere schon bald, genau in 2 Wochen, anstehende Konzertreise nach Italien. Mit Hyperantrieb starten wir jetzt in das letzte Stück, Star Wars Medley, The Empire Strikes Back. Falls Sie uns wiederhören möchten, besuchen Sie uns doch gerne auch im Sommer. Zwar nicht mit Space Shuttles, aber mit verschiedenen Antriebsarten findet am 12.07. das 17. Classic Open Air im Autohaus Beistadt. Save the date. Sound of Traffic. Wenigstens bei der Moderation nicht im Stück. Sound of Traffic, Musik trifft Mobilität, ist das diesjährige Motto. Orchester, Big Band, Chor und spannende Gastensembles erwarten Sie. Macht's gut, bis bald. Thank you.
Ja, wir wollen uns natürlich von Seiten der Schulleitung und von Seiten des Fördervereins auch nochmal ganz herzlich für den heutigen Konzertabend bedanken. Ich denke, es muss nochmal einen großen Applaus geben für alle Beteiligten, die heute Abend auf der Bühne standen. Wir fangen an mit Herrn Fischer. Vielen Dank, Herr Thorsten Hergut. Für das Jugendorchester Frau Johanna Tripp. Ich hatte eingangs erwähnt, es braucht engagierte Kolleginnen und Kollegen. Wie glücklich kann man sich schätzen, wenn man auch engagierte ehemalige Kolleginnen hat? Herzlichen Dank an Frau Gertrud Will. Herzlichen Dank, dass wir uns immer unterstützen. Ganz besonders fieber ich immer mit, wenn die Solistinnen und Solisten dran sind. Und das war auch diesmal wieder so. Und es waren wieder Gänsehautmomente. Dafür wollen wir uns im Speziellen natürlich auch bedanken. Und zuerst wollen wir uns bedanken bei Lina Seibel. Ebenfalls sehr beeindruckend, Sophia Kötter. Und last but not least, am Klavier, Joselle Strauch. Momente, die ihr uns beschert habt im Laufe des Abends. Ich und wir bedanken uns bei einem sehr wandlungsfähigen und einer sehr souveränen Moderation bei Büschra Aras und Johannes Vesper. Im Hintergrund einen, der die Sache regelt, der das Ganze organisiert, der die Vergesslichkeit des Schulleiters von vornherein mit einplant. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar immer wieder. Wir bedanken uns bei Burkhard Wick für die tolle Organisation.
Ja, vielen Dank und wir freuen uns auf das letzte Stück Pomp and Circumstance. Okay.